Direkt an der Oberfläche liegt hier Porzellan rum. Ja, okay, diesmal ohne Nazi-Abzeichen, aber trotzdem schon mal ein schöner Fund. Hat man auch nicht immer an der Oberfläche. So, unweit von der Stelle, wo jetzt die US-Magazine kamen, habe ich Haufen Ledereste. Ich habe die jetzt mal hier zusammengetragen, weil die GoPro ist nämlich leer. Jetzt muss ich mit dem Handy weitermachen. Und zwar ist das hier, so aussieht, vom Y-Riemen vom deutschen Lancer. Mit Teile von Patronentaschen. Ja, hier auch andere Verbindungsstücke. Nochmal von der Patronentasche. Das könnte hier vom Lamonett sein. Dann irgendwelche anderen Fragmente. Und das Interessante ist, im Loch ist immer noch was, was so uniformmäßig aussieht. Wie hier. Das lassen wir mal noch vorsichtig drin. Okay, hier kommt nochmal was. Mal was aus Metall. Oh, okay, das ist ein Verschluss. Der ist noch richtig massiv. Das ist ein Verschluss vom K98. Wow. Okay, sehr interessant. Nun frage ich mich, warum liegt es da mit dem Gestell drin? Okay, das ist spannend. Schauen wir mal, ob man das hier mit einer Hand irgendwie weitergraben können. Das könnte was für eine Uniform gewesen sein hier. Bin mir nicht sicher. Ja. Schauen wir mal, ob hier noch irgendwas kommt. Das nächste Fundobjekt. Wieder irgendwelche Stoffreste. Ah ja, das ist auch wieder ein Magazin von den Amerikanern, auch wieder leer. Das ist von einer BR, genau, BAR geschrieben. Rechtes Maschinengewehr. Ich glaube, jetzt schon das sechste Magazin. Der nächste Fund und wieder ein Magazin, das gibt es ja nicht. Das ist jetzt schon Magazin Nummer 7, auch verbacken mit irgendwelchen Stoffresten. Ich vermute mal, dass die zu Kriegsende einfach das ganze Gerümpel in ein Loch geschmissen haben. Wahnsinn. So, es geht weiter mit der deutschen Ausrüstung. Hier kam jetzt ein Teil von der Koppeltasche, also Patronentasche. Ja, die Deckel fehlen. Ich habe hier aber noch mal was drin. Da scheinen noch mal welche zu kommen. Ja, das sind auch noch mal Taschen. Ah ja, genau, das ist nämlich die Deckel davon. Die holen wir jetzt vorsichtig raus. Okay, ich habe das jetzt Ganze angelockert. Ja, da kommen sie schon. Genau. Das Leder ist an sich noch ziemlich gut erhalten. Ist halt schade, dass das weggegangen ist. Aber ja, komplett. Wie es aussieht, haben die dann so ein ganzes Koppeltragesystem da reingeschmissen. Könnte natürlich auch das Koppelschloss irgendwo sein oder das Bajonett. Schauen wir mal, was noch kommt. Nun geht es wieder weiter mit dem nächsten Magazin. Ja. Auch wieder amerikanisch BAR. Wahnsinn, das ist, glaube ich, Magazin Nummer 8 jetzt. Hochschaut, ne? Ja. Das gibt's nicht, ne? Wieder Magazin. Das ist Magazin Nummer 9. Ich würde gerne mal wieder ein paar deutsche Sachen finden.
Ich nehme so einen Ami-Mist. Fund eines alten Stiefels. Ist nicht mehr viel übrig, aber kann auch ein normaler Schuh gewesen sein. Aber ich sag fast, dass der deutsch ist. Die typische Sohle, ja. Nun kommt ein sehr interessanter Fund. Das heißt, das ist eine alte Cola-Flasche. Die ist sogar noch komplett. Die wird auch noch aus Kriegszeiten sein. Auch mal schön zu finden. Wenn man die findet, sind sie meistens zerstört. Ich glaube, ich muss hier nochmal her. Meine kleine Schaufel reicht nicht, um hier alles zu buddeln. Zum Antesten echt sehr interessant, denn die ganzen Sachen kamen. Ja? Also 4 Magazine waren hier an dem Baum gewesen, wenn ich mich recht erinnere, und der Rest kam hier in dem Loch. Und hier diverse Leder- und Stofffragmente. Ich gehe aus, dass es vielleicht sogar von Uniformen sind. Dann hier die entsprechenden Magazine, die nachher noch abgeholt und entsorgt werden vom Kampfmittelräumdienst. Und auch dieses komische Objekt, das sieht nämlich aus wie ein Waffenteil, vielleicht ein Verschluss oder sowas. Geht man auch mit ab. Genauso wie der Verschluss vom K98. Ja, und das Interessante, was noch kam, ist ein Koppelhaken, auch typisch deutsch. Ein Kamm. Und hier Lederrest könnte sein vom Koppelschuh fürs K98 Bajonett. Und Highlight natürlich hier diese Patronentasche, wenn auch nicht mehr ganz im intakten Zustand, aber trotzdem schöner Fund. Und hier müsste dann die Jahreszahl stehen, kannst du ungefähr erkennen, müsste 39 heißen. Mach's gern kurz mal sauber. Bin mir nicht sicher, ob ihr das richtig erkennt, aber könnte 39 heißen. Ja, leider nicht ganz mehr lesbar. Ich habe hier mehrere Signale. Gehen wir jetzt mit dem Pinpointer ran. Ah ja, der liegt ja schon. Lederreste. Das ist schon mal gut, das sieht deutsch aus. Oh mein Gott. Oha. Oh nein. Ist das. Nein, kann das sein? Oh mein Gott. Eine Erkennungsmarke. Das gibt es nicht, ne? Ja, eine Erkennungsmarke. Oh mein Gott. Eine deutsche Erkennungsmarke. Okay, da bin ich jetzt echt gespannt. Ist das. Da was draufsteht, ne? Mach die mal eben grob sauber. Oh mein Gott, das gibt's ja nicht, ne? Und vielleicht 1-2 Meter weg, ne, von der Stelle, wo wir vorher die Ledersachen gefunden haben. Oha, oha. Die Erkennungsmarke habe ich jetzt grob gesäubert. Also ich kann mich täuschen, denn ich habe noch nichts erkannt, dass es sich hierbei nämlich um eine Planko handelt. Wäre natürlich schade, aber Erkennungsmarke ist Erkennungsmarke. Schöner Fund. Am nächsten Fund, und zwar aus Leder. Das war Patronentaschen haben wir hier. Liegen ja nahezu an der Oberfläche. Unglaublich, ne? Nach so langer Zeit liegen die Sachen noch da. Das Leder an sich ist noch im guten Zustand.
Ja, die gehen immer auseinander. Ist nicht so schlimm. Ja. Jahreszahl steht hier auch noch, nur ich kann es jetzt gerade nicht lesen. Schön.